Hallo, Donna McCain wieder von der Firma Ars Ogenite und auch meine Kunst ist im Netz zu finden unter dem Namen Donna McCain. So, heute habe ich ein sehr tiefgründiges, heikles Thema, was ich anschneiden möchte und meine Meinung in liebevoller Art euch weitergeben möchte, ist Negativität, negative Energien. Was ist das? Was bedeutet das? Wie geht das? Und was kann ich tun? Da ich in der Medienwelt sehr oft bin, sehe ich sehr viel Kommentare, wo ich dann manchmal mir sage, warum, weshalb, wieso macht man sowas? Und da habe ich mir überlegt, es ist doch wichtig, darüber mal zu reden, über diese Negativität an Kommentare, über die ganze negative Medienwelt, über das ganze Mobbing und fangen wir mit dem Grundstein an. Der Grundstein ist zu wissen und zu verstehen, es ist bewiesen und es wird immer mehr bewiesen werden, alles ist Schwingung, Energie, Resonanz. So wie du in den Wald rein, so kommt es wieder zurück. Das, was ich gebe, kommt zurück. Darüber sollten wir uns Menschen unglaublich klar werden. Das ist so wichtig. Denn wenn wir das einsehen würden, ich denke, wir würden dann weniger sowas tun. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Negativität ein Teil ist, die Chaos erschafft. Sie bringt dir nichts. Wichtig ist, dass wir grundlegend einfach verstehen, dass das Positive uns aufbaut und das Negative zieht uns runter. Es macht uns krank, es macht uns nicht mehr schön und so weiter. Ich glaube, da muss ich nicht ins Detail gehen, das wisst ihr. Was bringt es auch den Menschen, wenn er Negativität aussendet? Gar nichts. Es bringt, wie gesagt, das, was du gibst, kommt wieder zurück. Vielleicht hilft das, ich weiß es nicht. Wenn ich Kommentare lese bei guten Firmen, die sich Mühe geben oder bei der Musik und was auch immer, auch bei mir, dann denke ich mir, warum musst du das tun? Bist du so voller Groll, so voller Hass, kann nicht anders sein. Und das ist etwas, was nicht gesund ist. Nicht gesund ist für deine Seele und nicht gesund ist für die ganze Umwelt. Denn wisse, die Negativität wird gefüttert durch Negativität und wächst und wird immer größer in deinem Umfeld. Dann wundere dich nicht, wenn du krank wirst, wundere dich nicht, wenn Unfälle passieren und so weiter. Es ist das Resonanzfeld. Du erschaffst ein negatives Feld, das düster und schwer ist und zieht das Negative noch mehr an. Dein Hass, dein Groll, deine ganze Welt wird düsterer. Wie kann ich da raus? Der Schlüssel, der einfache Schlüssel ist, erstmal zu erkennen, was tue ich da eigentlich? Warum mache ich das? Was habe ich davon, einen Menschen so zu demütigen? Warum? Bringt das mir wirklich etwas? Was mir auch noch dazu einfällt, ist, wir haben nicht das Recht, über andere Menschen zu urteilen, die ich schon mal gar nicht kenne. Das ist überhaupt nicht der Weg, dass ich über jemanden urteile, den ich nicht kenne. Wir haben auch nicht das Recht, über Menschen zu urteilen, die anders sind oder die Schwächen haben oder Fehler. Das Recht und sollten wir uns niemals nehmen. Wir sollten da in dieser Art und Weise in eine stille Toleranzenergie gehen. Loslassen, geschehen lassen und wissen, ich gehe meinen Weg und mein Weg ist positiv. Positiv ist hell, sie leuchtet, sie ist aufbauend, sie ist ein Energieträger, der mir meine Zellen aktiviert, regeneriert, mein Immunsystem boostert. Das ist Tatsache und das ist bewiesen worden, ob man es glaubt oder nicht. In Krankenhäusern wurden Testdurchläufe gemacht mit Lachfilme, mit positiven Sätzen und man stellte fest, der Heilungsprozess beschleunigte sich. Ja, so ist es. Und wenn ihr doch das in euch erkennt und euch sagt, das Negative will ich nicht mehr zulassen, ich will keinen bösen Kommentar abgeben, für was denn auch, das Recht will ich mir nicht nehmen, ich will nicht denjenigen demütigen, das will ich nicht mehr. Ich will positiv sein. Ich gebe zum Beispiel sehr selten mal einen Kommentar ab. Und wenn, dann nehme ich einen Kommentar, der positiv ist. Aber niemals, niemals was Negatives. Das würde ich niemals tun. Das ist
einfach eine niedrige Energiewelle, in der ich mich aussetzen würde. Und unser Planet Erde, Menschheit jetzt, gerade jetzt, wir brauchen Menschen, die aufwachen und beginnen, ins Positive zu gehen. Positivität bedeutet wirklich heiter, fröhlich. Das heißt nicht, dass ich oberflächlich bin. Das heißt nicht, dass ich mir nicht betrachte, oh, das geschieht, das ist nicht in Ordnung. Oh, wir quälen gerade wieder Kinder oder Tiere. Das heißt es nicht. Aber was ich nicht tue, ist in Hass zu gehen. Denn damit fütter ich ja das Ganze wieder. Ich fütter ja die Ereignisse, die negativ geschehen, mit meinen Hassgedanken, mit meinen negativen Gedanken. Also bin ich das Gegenteil. Wie kann ich diese negative Szene, diese negativen Ereignisse auf unserem Planeten Erde dienlich sein, indem ich persönlich mir sage, ich gehe jetzt in die Positivität, ich gehe in das Gefühl von Liebe und sende diesen ganzen Liebe, lasse los und stell mir das Weltenbild in einer schönen Ära vor. Ich weiß, das ist nicht einfach. Oh ja, das weiß ich. Aber das müssen wir trainieren und sollten wir trainieren. Und das fängt in kleinen Dingen an, indem wir aufhören, Menschen zu demütigen, indem wir keine Kommentare mehr abgeben, die beleidigend sind und echt wirklich in der niedrigsten Sphäre sich bewegen, indem wir anfangen, mehr ein Lächeln im Leben zu schenken und zu geben und dass wir erkennen, alles ist Energie, mein Gedanke, meine Gefühle, meine Einstellung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr das tut, dann lebt ihr ein Leben voller wunderschönen Ereignissen, weil es wird in euer Leben sich wahnsinnig vieles tun. Und das braucht natürlich seine Zeit, bis die Energien wirken, aber es ist so. Du strahlst besser, deine Haut ist schöner, deine Haare, deine Augen leuchten, du bewegst dich ganz anders, dein Immunsystem und so weiter, diese ganzen Detailsachen. Und wie gesagt, du hast die Macht. Du entscheidest, ich will jetzt nicht mehr. Ich werf diesen Müll weg. Du entscheidest, ob du den Müll nimmst und ihn in die Eimer schmeißt. Niemand kann dir da helfen. Nur du bist derjenige, der entscheidet, ich will das nicht mehr. Ich will keinen Abfall mehr. Ich will jetzt mein Zimmer aufräumen und ich will in diesem Zimmer mich wohlfühlen. Ich fühle mich in ein Zimmer wohl, das aufgeräumt ist. Ich fühle mich nicht in ein Zimmer wohl, das Chaos in sich trägt. Um sich trägt und so weiter. Und da gibt es auch einige Sachen, die mich unterstützen. Was unterstützt mich? Gute Ernährung, positive Menschen, lustige Filme und auch bei der Firma Ost kann man sich, da habe ich etwas, mal kurz beiseite hier, Prana-Tropfen, die bestehen aus Edelsteine, Farben haben ihre Wirkungen. Das wissen wir, Farben haben und die Edelsteine haben ihre Wirkungen. Und was sehr stark ist, ist der Zadkiel, Violett. Oder wir haben auch den Michael, wir haben auch die Matrix. Es gibt so einiges, was mich unterstützt. Es kann dir das nicht wegnehmen in jeglicher Weise. Aber es unterstützt dich in deinem Prozess, in dem du dich transformieren willst. In dem du sagst, ich will ein besseres, schöneres Leben. Denn ich will nicht in dieser Dunkelheit mehr rumtrappen. Das erzeugt auch Depressionen, Schwermut, wenn wir uns immer nur mit dem Dunklen und mit dem Negativen. Du sollst natürlich nicht sagen, ich will nichts mehr wissen über die Welt. Das habe ich nicht gesagt. Es ist sogar wichtig. Aber, es ist das wie im Leben. Wie gehe ich damit um? Ich betrachte mir die negative Nachricht, ich betrachte mir die negative Ereignis, aber ich gehe in dem Moment in die Liebe und sage, das Beste soll jetzt in mein Leben geschehen. Das Beste geschieht jetzt. Dieser Satz ist sehr mächtig und der gefällt mir immer am besten. Der gibt mir die Kraft. Sätze der Affirmation geben mir immer Kraft. Nur so schaffe ich das. Glaubt mir, ich habe oft Tränen in den Augen. Oft denke ich mir, ich will nicht mehr. Aber dann gehe ich in mich und mache meine Affirmation. Oder ich laufe in die Natur, in den Garten, betrachte mir den Baum, betrachte mir den Himmel, die Blumen. Und die geben mir so viel, dass man mit Worten nicht erklären kann. Oder du streichelst deinen Hund oder eine Katze und du bist vereint in dieser Kraft der Liebe. Das ist der Schlüssel zur Schönheit. Das ist der Schlüssel zur Harmonie und Glücklichsein. Du bist der Schlüssel.